Was geht ab, Leute? Nerdlet Games hier und willkommen zurück zu Batman! Oh yeah! Ich weiß nicht, woher er jetzt kam. So, jetzt haben wir die Wahl. Die Wahl der Qual. Wir können entweder den hier ausschalten. Der hat eine Waffe in der Hand. Oder wir können den da ausschalten. Der hat ein Messer in der Hand. Ich bin eher der mit der Waffe. Gute Nacht. Oh, den Typen muss ich dreifach betäuben. Oh, weg hier. Das war heftig aufs Maul. Boah. Hat der mir eingezogen. Batman kommt nur so angeflogen und kriegt erstmal einen mit. Da schießt gleich einer. Oder da wirft kleiner was. Das Dickerchen kümmere ich mich zum Schluss. Okay, wenn dir Fledermaus schmeckt. Elektrohandschuhe. Boah, der Beatdown. Feinster Freeflow, 50er. Das wird echt eine Sauerei. Ich sollte mich der Hammer. Der Hammer. Die Geiseln sind in Sicherheit. Ich muss zum Penthouse und den Joker aufhalten. Und zwar schnell, der Joker, der sitzt da wahrscheinlich wieder. Die Fledermaus kommt. Und freut sich mit Bane Ast ab. Ich weiß echt nicht, was der Joker so im Schädel hat. Aber hey, da müssen wir mal weiter. Wir müssen ganz nach oben. Oh, ob wir das schaffen. Irgendwas wird uns garantiert noch die Tour versauen. Helikopter. Irgend so ein Mistviech. Ho, ho, ho. Weihnachten ist gar nicht mal so weit weg, Leute. Ich würde so gern irgendwie, weiß ich nicht, nach oben gehen, andere Wege gehen, aber meistens haben wir nur einen Weg. Halten wir mal fest. Happy New Year! Was habe ich noch nie gesehen? 12 Gegner geortet. Unbewaffnet. Der Zünder dieser Bomben ist auf den 31. Dezember gestellt. Mit meinem kryptografischen Sequenzer sollte ich sie entschärfen können. Okay, dann stellen wir also auf den 31. Dezember. Ja, die sind auch sowas von offensichtlich. Das ist Stufe 3, das heißt nicht jeder ist richtig. Frohes Orbei, nee. Frohes Fest. Frohes Neues! Und jetzt explodiert alles, weil er... Ich wusste es. Du konntest einfach nicht bis Neujahr warten. Dann geht das Feuerwerk halt früher los. Und raus hier. Holy shit. Wow. Meine Güte, kaum zu fassen. Haben wir das im Kasten? Ja, wir sind immer noch auf Sendung. Hier ist Vicky Vale, live am Gotham Royal Hotel, wo es gerade eine gewaltige Explosion gegeben hat. Und jetzt scheint es, als sei der Batman von der Druckwelle aus dem Gebäude geschleudert worden und dass er jetzt unter uns... Na, die haben es doch gemerkt. Ich habe gedacht, die wussten es nicht. Boah, das sind viele und da oben sind die auch noch gepanzert. Das ist es nicht wert, Vicky. Wir warten, bis er springt oder du kannst in Zukunft bei der Stauschau arbeiten. Bei der Stauschau? Okay, okay. Mehr Action. Die filmen die ganze Sache sowieso. Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtung ohne Aufzeichnungen haben die... Holy shit. Oh, kämpfen wir ja schon. Ninja. Könnte das eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten? Wird er eine Person der Öffentlichkeit? Eins jedoch ist... Die Kamera ist kaputt gegangen. Nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Gotham ein Begriff sein. So etwas gibt es nur bei uns. Der Batman... Okay, Konter. Weg mit dir. Kann eigentlich nach dieser Faustregel gehen, nach jedem Schlag einmal kontern.
verpasst. Ich war mitten im Konter, du Arsch. Ich hätte mal gerne, dass meine Angriffe ein bisschen mehr Schaden machen, dass die nicht immer direkt wieder aufstehen. Oh, jetzt habe ich die Schnauze voll. Die Schockhandschuhe sind immer das Geilste überhaupt. Kicks, wie Batman hier flippt, ey. Das ist so spaßig. Ah, schock die. Da gibt's gekochte Eier. Nein, da habe ich meine Handschuhe jetzt nicht mehr. Das ist also gepanzert. Die immer aufs Maul gerne möchten. Und ich teilweise ehrlich gesagt auch. Die sind ein bisschen zu toll gepanzert, finde ich. Ich habe keine Schockhandschuhe. Ich hätte mir die aufsparen sollen. Könnte mein Ende sein. Wie nützlich. Soll's aufhören mit so einem Scheiß? Boah, Doppelkonter. Was zum Henker? Ich hab doch den Doppelkonter ausgeführt. Ihr seid Säcke. Da ist er. Hallo. Oh, schade, schade, Schokolade. Ich finde, der Joker heutzutage sieht viel, 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 viel geiler aus als der Joker von damals. Damals war er so ein, wie soll ich sagen, der war damals auch schon krank. 60er Jahre, 80er Jahre. Aber jetzt? Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtung ohne Aufzeichnung haben wir die Fledermaus diese Nacht zweimal gesehen und abgelichtet. Könnte das eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten, wird er eine Person der Öffentlichkeit. Eins jedoch ist sicher, nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Gotham ein Begriff sein. So etwas gibt es nur bei uns, der Batman live im Fernsehen. Ich bin Vicky May, bis zum nächsten Mal. Genau, mit kaputter Kamera macht er das. Du bist krank! Das ist fies. Einen Spezialtakedown kann ich an dem nicht ausführen. Du hast keine Chance. Schön. Keine Schurkanschuhe, nicht jetzt. Habt Geduld, Miss Hermanos. Lasst der Fledermaus den Spaß. Ja, aber wie? Da oben habe ich doch gedrückt, du Arsch! Für die Combo weiter. Doch, der war schneller. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt können wir gerne mal eine Runde Spaß haben. Boah, der Ninja-Viechmann geht mir auf den Sack. Ich zeig dir, was ich damit anfange. Boah! Und knicke die Knack. Der ist immer noch da! Der ist immer noch da! Nice. Haben die genug? Boom. Boah, haben wir den weggezogen. Perfekt. Per fucking fact. Stufenanstieg. Kannst kaum erwarten, was haben wir. Gucken, 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 ein bisschen informieren. Den Kampfpanzer können wir mal wieder erhöhen, das ist nett. Was können wir noch machen? Explosivgel, den Zünder, den dreifachen Battlerang haben wir schon. Frequenzzünder. Seil ausschalten. Ich bin für die Panzerung. Was haben wir denn hier schon freigeschaltet? Das ist neu. Da müssen wir noch verschiedene Missionen abschließen für. Okay. Nahkampfverbesserung. Gib mir den Panzer. Panzer. Sehr schön.
Was haben wir denn ganz am Ende? Vielleicht ist das mal richtig hilfreich. Gucken wir mal. Oh, shit. Doppelspezial-Kombo-Bewegung. Schockanschuhe-Schildkonter. Vielleicht kommen da noch mehr Waffen dazu. Moment, was stand da? Das interessiert mich jetzt so. Jetzt mal. The bigger they are, the harder they fall. Try to resist and I'll kill them all. Here's to Gotham turned upside down. Come Xmas Day, I run this town. Ja, Joker, nee. Nee, wirklich. Ich könnte ja das Ganze nochmal übersetzen, für die, die es nicht, nicht so englischmächtig sind. Desto größer sie sind, desto schmerzhafter fallen sie. Oder desto härter fallen sie. Versuchen sich zu widersetzen und ich töte sie alle. Hier ist zu Gotham. Hier zu Gotham. Auf den Kopf gedreht. Komm an Christmas-Tag. Und er kontrolliert die Stadt. Reimt sich nicht so wirklich im Deutschen. Können wir endlich mal da ankommen? Meine Güse, das ist aber wirklich schon ein Kampf. Ich habe die Explosion am Gotham Royal in den Nachrichten gesehen. Sind die Hotelgäste in Sicherheit? Nein, sind sie nicht. Sir, geht es Ihnen gut? Ihr Tonfall? Alles in Ordnung, Alfred. Ich hatte schon mit Psychopathen zu tun, aber das hier... In dem Hotel wurden Leute auf eine Art getötet, die ich... Sir, ich schlage Ihnen dringend vor, Captain Gordon anzurufen. Er könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Ich brauche keine Verbündeten. Ach, wie sich leider bald herausstellen wird, brauchst du einen Verbündeten. Alfred wird ihn einfach holen. Gute Arbeit. Aber denk daran, dass die Fledermaus unser Hauptziel ist. Wir müssen wachsam bleiben. Holy shit, die haben die ausgeschaltet. Nicht vorbei. Und das ist der einzige Weg ins Penthouse. Hoffen wir, dass du recht behältst. Aber nur die Zeit wird es zeigen. Die Fledermaus kommt. Boah, sind hier viele. Moment. 8? Okay, das ist doch nicht so viel. Müssen den Raum natürlich erstmal wieder leer machen. Ich bräuchte mehr Taktiken irgendwie, ich weiß nicht. Wenn wir fertig sind, herrschen wir über diese Stadt. Ist immer so mager, finde ich. Okay, wem ist das Quatsch? Ich meine, ich habe Gerüchte über die Sache in der Bibliothek in Benyaduro gehört. Alle Mann hier nach! Wir sind hier weg. Ja, das kann doch nie sein. Die wissen immer, was passiert. War auch super offensichtlich, um ehrlich zu sein. Jetzt verstehe ich deine Taktik. Ja, die verstehst du, aber da gehst du... Boah, der macht das kaputt. Ah, ich komme zu spät. Ihr kriegt mich nie, ihr kriegt mich nie. Ich kenne deine Tricks. Siehst du, was ich mache? Die müssen alle mal auf einen Klumpen stehen, da kann ich die super ausschalten. Tödödö. Ich bin weg. Das Ding steht ja noch halbwegs, cool. Das Ding ist komplett kaputt. Das frage ich mich langsam auch. Dann muss ich den Boden mehr nutzen. Warum das Unvermeidliche hinauszögern? Boah, die sind aber ganz schön aggressiv, wenn es um diese Gargoyle-Statuen geht. Oh, er ist hier, schnell! Oh. Ach, schön, schön, schön. Ich kann hier langsam nicht mehr weg. Schalt ihn aus, bitte. Es sind nicht mehr allzu viele, 3 nur noch. Das können wir packen. Selbst im Nahkampf. Oh, die Shotguns sind brutal. Das meine ich. Boah. Selbst da haben die das schon kaputt gemacht.